Das ist ein Calliope Mini. Und das ist die Calliope App. Ich möchte euch zeigen, wie man den Calliope Mini mit der Calliope App verbindet, sodass man seine Programme auf den Calliope übertragen kann. Wir starten erstmal die App. Die App hat hier unten drei verschiedene Reiter. Start, Editoren und Programme und Hilfe. Unser Vorhaben beginnt mit Editoren und Programme, also die mittlere Einstellung. Hier erscheint ein rotes Symbol. Das ist der Calliope Mini. Und wenn dieses Symbol grün geworden ist, dann hat man den Calliope mit dem Programm verbunden. Das geht so: Man tippt einmal drauf und gibt das Muster ein, das auf dem Calliope Mini erscheint, wenn er im Pairing-Modus ist. Okay, also nehmen wir uns mal den Calliope Mini vor. Der Calliope Mini braucht eine Stromversorgung. Den schalte ich erstmal ein. Da gibt es einen kleinen Schalter hier an dem Batteriefach eingeschaltet. Jetzt zeigen die Leuchtdioden in der Mitte, dass er zum Leben erwacht ist. Der Calliope Mini hat drei Tasten. Hier ist die Taste A, hier ist die Taste B und hier ist eine Taste mit einem Pfeil. Um den Calliope Mini mit dem iPad zu verbinden, drücke ich die Tasten A und B gleichzeitig. Dann drücke ich die Pfeiltaste eine Sekunde lang dazu, bis es blinkt. Dann lasse ich die Pfeiltaste wieder los, lasse aber A und B gedrückt. Jetzt muss man ein bisschen warten. So, und jetzt sagt er Pairing Mode. Jetzt kann ich A und B loslassen. Die Buchstaben laufen hier über das Display, Pairing Mode. Und jetzt entstand ein Muster. Hier. Drei Leuchtdioden, vier Leuchtdioden, eine, zwei, fünf. Und dieses Muster, das übertrage ich jetzt auf das Feld in der App. Also, drei, vier, eins, zwei, fünf. Und dann mache ich unten auf den Knopf. Und wenn dieses Symbol erscheint, dann sind die beiden verbunden. Und wie ihr sehen könnt, ist jetzt das Symbol grün geworden. Jetzt kann ich hier meine Programme bearbeiten. Und auf den Calliope übertragen.